Hallihallo, ich bin's, die Celine von Winterrabe Media. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich Concept Art für drei Wildschweine für unser Spiel mache. So, und dann fangen wir auch mal direkt an. So, zuallererst habe ich angefangen mit einer sehr groben Skizze. Dazu habe ich mir auch direkt ein paar Wildschweinbilder ausgesucht, die halt passend dazu sind. Insgesamt wollten wir drei Wildschweine halt Klassen machen. Einmal die, sozusagen die Babyklasse, dann die Mini-Krieger-Klasse, halt das Weibliche, und dann halt das große, böse Alpha-Schwein. Deswegen sind die auch so von größentechnisch anders. Beim Babyschwein wollte ich tatsächlich darauf achten, dass es halt wirklich süß und knuffig aussieht, weil man soll ja nicht direkt dran denken, die anzugreifen. Aber wenn man es dann halt aus Versehen tut, dann gibt es eine kleine Überraschung am Ende. Dafür habe ich auch die Augen klein und süß und die Nase ganz groß. Ja, und beim Krieger, da habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Haare ein bisschen, also eher gesagt das Fell, sehr zackig und schon ein bisschen wilder aussieht, halt gefährlicher. Die Hörner, die werden tatsächlich noch rausgenommen, weil das soll ja ein weibliches Schwein werden. Der König, groß gebaut, noch größeres, wütenderes, vulkanartiges Fell, mehr Zacken, um halt mehr Gefahr auszudrücken. Ja, und sobald der Hauptsketch halt fertig ist, habe ich dann auch begonnen schon mit dem Line Art, wo dann natürlich die ganze Detailarbeit reingeht und wo ich natürlich auch auf die ganzen Einzelheiten und Linien, Dicken achte, damit manche Dinge, zum Beispiel bei dem kleinen Schweinchen hier, die kleinen Hufen noch ein bisschen runder und süßer aussehen. Und beim Kolorieren habe ich tatsächlich die Farben direkt von dem Bild genommen, halt um das so ähnlich zu machen wie in der Realität, halt mit den kleinen Streifen auf der Seite und auf den Wangen. Zuletzt habe ich dann noch ein bisschen das Glitzern in die Augen gezaubert, damit das Schweinchen halt noch süßer aussieht. Am Ende wird es dann tatsächlich im 3D-Model auch ein bisschen glitzern in die Augen. Bei dem älteren Schwein, der Mutter nämlich, habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen wütender gemacht, noch die Augen halt nach unten gezogen, eine Falte reingebaut, damit es halt wirklich kurz vorm Angriff aussieht, halt, weil es eine Jungen beschützt. Von den Farben her wollte ich dann tatsächlich ein etwas dunkleres Braun wie das Baby haben. Die Augen habe ich dann auch rot gemacht, halt, weil Rot eine Signalfarbe ist, die halt Gefahr ausspricht und halt generell bekannt ist als eine gefährliche und auch ja, bedrohliche Farbe. Zuletzt habe ich dann auch die Farben noch ein bisschen justiert, weil mir die Farben noch nicht so gefielen. Dabei habe ich das kleinste Schwein natürlich auch ein bisschen heller gemacht, um es noch ein bisschen süßer und auch ein bisschen ähnlicher den normalen Hausschweinen gemacht. Ein paar Flecken habe ich dann hinzugefügt, wie so Sommersprossen kann man fast sagen. Und dann kam ich aber auch langsam zu dem großen Königsschwein, dem Vater. Da konnte ich tatsächlich am Anfang die Nase nicht richtig schick machen. Und da das hier der große Böse, der Vater halt ist, habe ich auch jede Menge Falten eingebaut, um wirklich auszudrücken, dass er wütend ist, dass er gefährlich ist. Er hat einen großen Bart, weil er ja alt, aber auch mächtig ist. Bei ihm habe ich besonders darauf geachtet, dass er halt sehr zackig an manchen Stellen ist, aber auch noch proportional dieselben Beine hat wie seine Frau eben. Bei den Hufen habe ich tatsächlich die spitz gemacht, damit er noch gefährlicher aussieht. Wie so ein richtiges Raubtier fast.
Die Farben habe ich wieder genauso wie bei der Mutter auch dunkler gemacht, sogar ein bisschen schwärzer, damit die Augen richtig herauskommen am Ende im Spiel, da die ganze Atmosphäre auch dunkler ist, werden die alle Augen am Ende dann auch leuchten. Zuletzt habe ich noch ein paar weitere Farbjustierungen gemacht, habe die etwas rötlicher gemacht und dann war ich aber auch schon fertig. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich werde in der Zukunft natürlich auch andere Charaktere noch gestalten für unser Spiel oder vielleicht auch für andere Projekte, die wir noch planen. Am besten folgt ihr uns auf allen Social Medien und seid gespannt, was wir noch so ausbrüten hier in Winterrabe Media. Tschüss!